Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport Fever 3 Flussland. Überlegen, der müsste glaube ich gerade da sein, ein Zug, ne? Gucken einfach mal. In der letzten Folge haben wir ja die Treibstoffgüterzuglinie gebaut. Gucken einfach mal an. Kommt gerade erst die erste Lieferung an mit 76 Rohöl. Werden wir wahrscheinlich gleich komplett leer weiterfahren müssen, aber gut, ist halt wie es ist. Ein Potenzial von 300 und wir brauchen glaube ich auch knapp 300. Lager ist nichts von allem. Und in der heutigen Folge wollen wir dann natürlich. Wird hier richtig warm, ja. Muss aber trinken. Ersetzen wir mal die ganzen Penta-Züge und so weiter. Ach, nicht Duplex ersetzen, genau. Wir wollen ja da die RE 430, glaube ich, packen. 5,14 Millionen. Und der erste Treibstoff ist auch sogar schon da. Drehen wir einfach mal um. Ach, whatever. Dann produzieren wir einfach hier. Wobei, macht halt schon Sinn, nochmal umzudrehen. So, ja. Lassen wir mal laufen. Oh. Ich habe letzte Woche ja. Letzte Folge habe ich darüber gesprochen. Wir sind jetzt hier mit 72 Leuten wieder. Läuft. Sieht ja auch schön aus hier. Also, Altenkunststadt wird und wird auch immer schicker. Rohrbruch wird gefühlt. Rohrbruch wächst in die Breite und Altenkunststadt in die Höhe. Auch interessant. So, genau. Wir wollen nämlich. Lass mal erstmal gucken, welches Weg das wäre. Altenkunststadt Küstrow. Genau, Altenkunststadt Küstrow. 128 passen hier rein. Triebwagen. Sowas macht halt null Sinn. Zwei Fahrzeuge, 99. Das wäre. Moment, ich hole mal kurz nochmal die beiden Taschenrechner raus. Einfach nur mal gucken wir mal, was aktuell so die Quote wäre. Oder was wir aktuell transportieren können mit zwei Zügen. 64 mal 3. Wir können aktuell 192. Mit zwei von den Pendlerzügen können wir 198. Also ungefähr gleich. Ist ja schon mal nicht so verkehrt. Genau, dann schicken wir den hier nochmal ins Depot. Der wurde verkauft. Sprich, ich würde sagen, wenn der erste Pendlerzug hier die Leute auf einmal losfährt und dann auch los. Ich glaube, dementsprechend gerade so ein bisschen um die Infrastruktur und ein bisschen. Gut, dann muss aus der Museumslinie warten, die natürlich hier immer noch fährt. Also, was ist natürlich? Die fährt hier immer noch. Prinzipiell bräuchte man sie nicht mehr. Aber ich dachte, Nostalgie wegen und da wir halt keine Mods haben und dementsprechend keinen Güterzug fahren könnten oder fahren lassen könnten, lassen wir einfach mal den einfach komplett weiterfahren. Auf der. Altenkunststadt Rohrbruch. Das
Jahresdurchsatz pro Station 531. Gott. Da haben wir halt auch so viele, ne? Da haben wir auch nur zwei. Boah, können wir eigentlich schon fast drei nehmen, oder? Ich würde fast ja sagen, und dass wir hier halt auch noch einen weiteren dazu nehmen. Notfalls können wir ja immer noch wieder rückgängig das machen. So ist es ja nicht. Worauf es wahrscheinlich hinausläuft, weil ich glaube, drei sind dann noch, ist dann noch einer zu viel. Dementsprechend belassen wir das dabei und holen einfach noch zwei weitere für die andere Linie und bereiten die anderen schon mal vor. Was ist denn da jetzt angekommen? Verwirrt. Ja. Dann schicken wir mal den ersten Pentazug los. Alten Konstadt Horbruch. Ne, Alten Konstadt Küstrow, so. Oder? Ja. Horbruch machen wir gleich, nämlich. Wir haben uns erstmal auf den anderen zu warten. Wir warten ja auch echt schon wieder viele. Diesmal aber. Oha. Ich habe das Gefühl, seitdem sie modern sind, kommen hier einfach viel, viel mehr. Hoppala, wollen halt einfach viel, viel mehr Leute mit dem Zug fahren. Und den Bahnhof noch gar nicht, wo die angeguckt werden, mal auf. Oh, hat schon was. Auch wie sie da reingehen, ist super. Kommen die anderen links nur raus? Nee, auch rechts, okay. Also rechts und links wahrscheinlich. Gott, das ist der laute Bahnhof. Ja. Ist ja gut. Okay, hier wollen wir wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir alle einsteigen können. Wahrscheinlich eher nicht. Na, ein paar kommen mit. Ist eigentlich nur eine Mod, dass man hier. Okay, es gibt nur einen einzelnen Bahn. Einzelbeschrankten Bahnübergang. So Alten Konstadt Küstrow. So, dann die andere Linie. Warten wir einfach auch drauf, bis die hier hinkommen und dann schicken wir sie hier nach dann los zum Depot. Ich meine, die Mirage können wir uns immer noch wieder kaufen. So ist es nicht. Um Varietät reinzubringen. Das waren ja nur zwei, ne? Fällt mir gerade auf. Alten Konstadt Horbruch. Da ist mal gespannt, ob der jetzt rechts oder links umgeht. Der kommt hier hin, alles klar. Auch hier könnte es sein, dass einer reicht, aber von der Rate her bin ich jetzt einfach mal ausgegangen. So haben wir das auch. Dann müssen wir uns. Nur noch hier rumkümmern. Und hier fahren, glaube ich, auch drei. Kann das sein? Küstrow Sigrön auf Wander 4.
Okay, die fahren da sogar schon. Ja gut. Eine Rate von das 99, ja. Das passt schon eigentlich. Die haben sich auch alle schon damit ersetzt. Gut, dann können wir uns eigentlich um den Duplex jetzt kümmern. Haben wir noch ein bisschen. So lange sind wir jetzt ja gar nicht drin. Wie ist denn die Linie nochmal? Meine Güte. Eines war Kenz Küstrow, sie grün, ne? Fällt mir gerade auf, oder? Ne, Moment. Rohrbruch war das. Rohrbruch-Dings, das ist noch gar nicht. Nevermind. Ach, whatever. Machen wir einfach das mit Ersetzen auf 100% und dann passt das schon. Pendlerzug hinzufügen und ein. Dann reicht aber auch einer. Einer weniger können wir auch nehmen, tatsächlich. Weil, oder sogar zwei weniger, weil der Duplex A, also vorerst zwei weniger, weil der Duplex A schneller ist und B, mehr reinpassen. Habe ich jetzt ein Sebo geschickt oder so im Verkauf? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Triebwagen, wie komme ich auf Duplex? Ich meine natürlich Dualstock. Stocks. Sind wir bei 244, vielleicht doch 3. Ich würde sagen, vielleicht doch 3. Sicherheitshalber. So, einen zum Verkaufen reingeschickt. Ja. Dann warten wir mal auf die anderen beiden Züge. Wobei, vom Prinzip her. Wird ja auch hier nach. Wobei. Nee. Ach, verschissen. Der kommt eh wieder rein. Wobei es war halt wieder dumm. Oder doch nicht. Aber müssen wir aufpassen. Da müssen wir verdammt aufpassen, dass wir da nicht einen Fehler machen. Schon der nächste, gut, da können wir die Dual Stocks losschicken. Kenz Küstrow Siegel. Ach ja. Das sieht schon aus. Geht es auch mehr in eine Moderne? Wir sind ja schon im Jahr 2024, ne? Also, pff, da muss man ja mal langsam, ne? Ein bisschen aufstocken, so was das betrifft. Hier sieht man eigentlich die Länge, ne? Doch, 106 Meter, okay. Wollen wir dann natürlich dementsprechend auch was ändern auf Dual Stocks.
so. Ja, mal gucken, ob der auch schnell, oh, viel schnell fahren kann oder nicht. Ja, man muss natürlich halt dazu sagen, Güterzüge bremsen natürlich schon ein bisschen aus, aber die fahren natürlich nicht mehr ganz so hoch frequentiert wie sonst. Ne? Die andere Linie, die jetzt auf dieser Strecke noch verkehrt, ist halt wer ist denn noch gleich? Hier, ne, sie grün, sie grün. Und die fahren ja auch vom Prinzip her, können ja vom Prinzip her auch schnell fahren. Dann können wir gleich mal gucken, wie die andere Linie sich so tut, was die Treibstoffversorgung in alten Kunststadt so macht. Sie können schon fahren. Sprich, Alkenkunststadt bekommt jetzt auch für die Arbeitsplätze was. Also Alkenkunststadt sollte wachsen und wachsen und wachsen. Okay, aktuell nicht, weil sie gerade stagniert, aber... Aber ja, Rohrbruch. Ja, okay. Nun gut. Aufgrund der langen Strecke. Aber ne, ich möchte mir erstmal angucken, wie das mit der Güterzugversorgung ist. Kein guter Treibstoff. Ich meine, dass da viel Treibstoff war, das ist ja schön und gut, aber. Also 87 warten da, wie viel haben wir noch hier drin? Okay, die könnten sich sogar upgraden. Okay, wir haben noch 84 im Lager. Produktion ist gut, aber es ist halt die Frage, wie viel Rohöl bekommen wir jedes Mal? Das ist halt die wichtige Frage. Meiner Meinung nach. Sollten das mehr als 300 sein? Okay, 130. Gut, dann warten wir noch, was das betrifft mit den Upgrades und so weiter und so fort. Ja. Dann müssen uns eigentlich mal ein bisschen drum kümmern, dass wir auch hier wo bekommen wir denn hier den Stahl her? Das ist Bretter oder, ne? Für die Maschinen bräuchten wir halt Stahl. Und für Stahl brauchen wir halt den anderen Kram. Den wir halt nicht wirklich bekommen haben hier hinten, weswegen wir halt hier vorne nicht viel machen konnten. Wir haben hier Kohle. Oh, holy moly. Aber wir haben hier kein Eisenerz.
in der Gegend, das ist belastend. Müssen wir mal gucken, ansonsten, wenn ihr eine Idee habt, was wir als nächstes machen können sollen, dann schreibt es in die Kommentare. Puh, da wartet aber echt eine Menge. Wie viel wartet hier? 174. Nichts mehr im Lager, alles klar. Gucken, wie viel wir bekommen. 8,8 Millionen. Pff, läuft. Läuft auf jeden Fall. Jetzt haben wir 180 Treibstoff. Das läuft ja langsam hier, das ist ziemlich gut. Das Haus ist wieder kleiner geworden. Das ist doch wieder belastend hier. Aber das System halt dahinter verstehe ich halt nicht, ne? Also vom Prinzip her, warum baue ich quasi in Anführungszeichen ein neues Haus in einem neuen Jahr, was halt, also in der, warum reiße ich halt ein Haus ab, wo viele Leute reinpassen, und baue einfach ein neues Haus, wo nicht so viele reinpassen? Macht halt eigentlich keinen Sinn. Also sowohl von der Logik her als auch von der Spielmechanik her nicht. Meiner Meinung nach. Also das ist halt eine Spielmechanik, die ich jetzt halt nicht verstehe. So, sagen wir es mal. Um es mal einfacher zu formulieren. Alten Kunststadt. Schlecht. Ja gut, der Verbrauch ist natürlich groß, ne? Wir müssen halt mehr produzieren, das ist halt das Ding, um mehr anliefern. Tja, wir sind halt ein bisschen weniger dort. What? What? Okay, wir kommen an die 300 ran. Wir müssen überlegen, einen zweiten Zug auf die Strecke zu schicken. Einen zweiten langen Zug, wohl bemerkt. Ja. Gucken wir mal einfach gleich, wie viel da gleich übrig ist. Eieieiei. Oh, es sieht doch stark danach aus, ne? Ich meine, wir sind zwar fast jetzt gleich da. 300, komm. Okay, ja, über 300. Ja, ich würde einfach sagen, das schreit dann ja quasi schon nach einem weiteren Zug. Lecco mio. Machen wir das doch mal. Die BR-185. Kesselwagen. Güterzug alten Kunststadt Treibstoff. Also die Frage, ist das ein Zufall? Können wir das immer so aufrechterhalten? Wird die Ölquelle irgendwann ersiegen? Ja. Schauen wir mal nicht. Gut, die Produktion ist ja auch durch, was das betrifft. Mehr als 124 können wir mit dieser Lieferung jetzt nicht mitbekommen. Alles klar. Krawatten auch schon knapp wieder 100 Stück. Das ist heftig.
Gut. Ich würde mal sagen, wir belassen es erstmal dabei. Mal gucken, was wir jetzt Folge machen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seht im nächsten Video wieder. Macht das gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.